unlike anyone. Auffallen, aus der Masse herausstechen und sich selbst treu bleiben. Das ist die super starke Message von Emil Elise. Doch was und vor allem wer steckt hinter der Brand? From Start to Now. Ich bin Annika und gemeinsam decken wir heute die Geheimnisse der Emil Elise Duftkollektion auf. Sei anders, sei unberechenbar, sei unbändig, sei du. Aber was hat dieses Mantra mit einem Duft zu tun? Wir treffen heute Aline von Emil Elise und sie verrät uns, was es bedeutet, einen Duft der Brand zu tragen. Außerdem dürfen wir euch heute den neuesten Duft der Brand, Unfully Echo, vorstellen. Liebe Aline, wir freuen uns sehr, dass du heute einen Blick mit uns hinter die Kulissen von Emil Elise wirfst. Magst du dich einmal vorstellen und gleich im Zug verraten, was deine Verantwortung bei der Brand ist? Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Aline, wie schon gesagt, und ich bin Teil von Club Unique Brands, arbeite seit mehreren Jahren in der Industrie und eben seit 2 Jahren jetzt auch bei Club Unique Brands und bin seit Anbeginn eigentlich des Projekts, seit dem Start von Emil Elise mit dabei und seit Juli jetzt auch offiziell Chief Brand Officer. Sehr gern würde ich ganz auf Anfang zurückspulen. Was war eure Vision bei der Gründung der Brand? Genau, als Distributeur haben wir das Glück, jeden Tag tolle Marken auf dem Schreibtisch zu haben und eben seit mehreren Jahren auch mit wunderbaren und großartigen Marken zusammenzuarbeiten und hatten lange den Wunsch, auch eben eine eigene Marke zu gründen mit der Expertise, die wir gesammelt haben. Und so kamen wir dann auch zu Emil Elise und haben uns überlegt, dass wir gerne eine Marke gründen möchten, die es so noch nicht gibt vom Konzept her und die auch Kunden den Weg zu den Nischendüften ebnet, sodass wir da eigentlich so eine Einstiegsmarke für den Nischenbereich gründen wollten und auch vom Konzept her einfach mal ein bisschen mutiger sein wollten und ein bisschen das aufgreifen wollten, was eben andere Marken so nicht machen. Ist vielleicht ganz gutes Stichwort, mutig sein. Ihr habt ja auch den Slogan Unlike Anyone. Was bedeutet das für euch und was macht das oder wie wirkt sich dieser Leitsatz auf euer Branding aus? Genau, also wir sind bewusst sehr mutig und sehr laut auch in der Bildsprache, in unserer generellen Kommunikation. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Das ist ein ganz, ganz toller, kreativer Teil unserer Arbeit. Und wir versuchen natürlich auch sehr unkonventionelle, einzigartige Duftkreationen in unserer täglichen Arbeit zu erschaffen. Alle unisex, also das war uns als Konzept auch sehr wichtig. Und versuchen einfach mit jedem neuen Duftlaunch, mit jeder Weiterentwicklung der Marke da auch ein bisschen kreativer und eben anders als andere ranzugehen. Gerade in unserer heutigen, schnelllebigen Welt wächst ja auch in vielen das Bedürfnis, sich so ein bisschen von der Masse abzuheben. Wie können die Emil Elise Düfte dabei unterstützen? Genau, also uns ist es ganz wichtig, dass die Düfte den eigenen Charakter und das eigene Selbstbewusstsein nochmal hervorheben und unterstreichen und dass sie nicht zu dominant eigentlich so die eigene Persönlichkeit übertünchen. Und das ist sehr schön. Wir haben bis jetzt dann mit der Neuheit 9 Düfte, die alle sehr individuell sind und eben für jeden was dabei ist, was total schön ist. Genau. Bevor wir jetzt gleich über den Newcomer im Detail sprechen, würde uns auf jeden Fall auch interessieren, ob ihr grundsätzlich immer einen gewissen Prozess habt, wie ihr bei Kreationen oder wie ihr auch bei neuen Kreationen vorgeht. Genau, also wir, und das ist vielleicht auch ein bisschen unlike anyone, entscheiden den kompletten Prozess hinter einem neuen Duft mit dem gesamten Team. Also es gibt nicht die eine Person hinter der Marke, sondern es gibt ein ganz tolles, junges, dynamisches, kreatives Squad hinter der Marke. Und so gehen wir auch bei den Briefings für neue Düfte vor. Wir lassen uns natürlich inspirieren von Trends, gucken natürlich auch so ein bisschen, was sind die Bedürfnisse im Markt und was fehlt uns vielleicht auch gerade noch im Portfolio. Aber grundsätzlich arbeiten wir da gemeinschaftlich dran und sind auch immer alle gemeinsam daran beteiligt, wenn eben neue Duftvorschläge bei uns auf dem Tisch liegen. Wir arbeiten da auch mit ganz, ganz tollen Experten, Parfümeuren zusammen, die da wunderbare Kreationen uns jedes Mal liefern und wir sind total glücklich, dass wir da eben gemeinsam und gemeinschaftlich drüber entscheiden können. Genau, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen die Antwort auf die nächste Frage uns gegeben, aber gibt es darüber hinaus noch etwas, was all eure Duftkreationen gemeinsam haben?
Also grundsätzlich ist jeder Duft für sich sehr individuell und unkonventionell kreiert. Mhm. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass alle unsere Düfte eine sehr schöne Fruchtkomponente mit drin haben. Also dass jeder Duft für sich eine Frucht eben auch besonders wahrnehmbar in der Komposition enthält. Super spannend. Endlich ist es ja auch soweit. Ihr launcht einen neuen Duft, Unfolding Echo. Worauf dürfen wir uns freuen? Unfolding Echo ist für mich bis jetzt eigentlich so der tollste Schritt in die Erweiterung unseres Portfolios, weil es wirklich ein sehr, sehr toller, sehr präsenter Duft ist, der ja sehr für sich spricht, der sehr wahrnehmbar ist auch von der Umgebung. Wir haben sehr, sehr tolle Komplimente schon in der ganzen Testphase bekommen, was für uns natürlich immer wieder sehr schön ist, dann auch zu hören. Es ist auf jeden Fall ein Duft, der auch hier wieder die Gelbfrucht, auch da sind wir so ein bisschen mit dem Trend gegangen, in dem Fall vor allen Dingen die Passionsfrucht in den Vordergrund stellt und dann gepaart mit wunderbaren Hölzern ein sehr, sehr schön warmer, angenehmer Duft ist. Magst du uns einen Einblick in die Duftkomposition geben? Sehr gerne. Also wir haben hier, wie gerade schon gesagt, Passionsfrucht und Pfirsich im Kopf. Also eine sehr schöne, fruchtige Eingangsnote. Dann haben wir in der Herznote Zedernholz mit Jasmin und Zucker mit drin. Und dann in der Basis trockene Hölzer und Moos, was das Ganze sehr schön warm abrundet. Klingt auf jeden Fall super frisch, passt gut zu den Dufttrends, auch gerade in diesem Jahr. Was glaubst du denn, für wen ist Unfolding Echo das Perfect Match? Tja, das Perfect Match von Unfolding Echo, also ich würde sagen, jeder kann den Duft gut tragen, aber insbesondere die Leute, die einfach Bock auf powervolle Düfte haben, die gerne einen Duft tragen, der wiedererkannt wird, wo die Umgebung einen auch wahrnimmt und die einfach Lust haben auf die gute Laune, Passionsfrucht, die einen da begleitet, sehr präsent. Ja. Okay. Dann habe ich noch eine etwas gemeine Frage im Petto. Wenn du dir nur ein Event aussuchen dürftest, wo du Unfolding Echo tragen dürftest, welches wäre es und vielleicht auch warum? Natürlich eigentlich immer. Aber grundsätzlich freuen wir uns riesig über die Nominierung bei den Duftstars mit Emily Lies für unsere Kampagne. Und da werde ich natürlich Unfolding Echo auch tragen, wenn wir hoffentlich, und wir drücken uns natürlich die Daumen, da auch den Preis gewinnen. Genau, da drücken wir natürlich auch ganz kräftig die Daumen und wir freuen uns schon auf die Auszeichnung. Und ja, vielleicht seid ihr dann direkt unter den Gewinnern dabei. Dankeschön, hoffentlich. Eins steht fest, mit den Düften von Emile Elise steht eurer ganz persönlichen Entdeckungsreise nichts mehr im Weg. Abschließend, liebe Aline, warum sollte jeder Parfum-Fan mindestens einen Emile Elise Duft besitzen? Grundsätzlich ist natürlich Emily Lies für jeden was. Wir sind ein deutsches, junges Label, wo hoffentlich viele Duftliebhaber Lust drauf haben, uns mal zu entdecken. An für sich ist in unserem Portfolio eigentlich für jeden was dabei. Going Bang, vielleicht für das Selbstbewusstsein, Push beim nächsten Bewerbungsgespräch. Dancing on Goosebumps für den Freitagabend und den Gin Tonic auf der Tanzfläche. Oder eben Hangover Meditation dann für den Tag danach als Refresher. Und wenn wir bis jetzt vielleicht noch nicht für jemanden das Perfect Match im Portfolio haben, dann mit Sicherheit ab August mit Unfolding Echo. Super, ganz, ganz lieben Dank für die vielen spannenden Einblicke von Emile Elise. Jetzt seid ihr dran, findet den Duft, der zu euch und euren Werten passt, dann so findet ihr garantiert auch den neuen Signature-Duft für euch ganz persönlich.